Hallo ihr Lieben, es geht weiter. Permakultur, bleibt dran. Nein. Da sind wir auch schon bei meinem nächsten Permakultur-Projekt, das nächste Hochbeet. Ich habe damit ja schon angefangen im letzten Gartenrundgang, euch davon was zu zeigen. Was das alles noch auf sich hat, wie ich da vorgegangen bin und so weiter, das erfahrt ihr in diesem Video. Das Ganze hier ist entstanden. Jetzt zuletzt war ich mit dem Sven wieder bei. Er hatte Knoblauch zu Hause, den wollte er loswerden und stecken bei mir. Dafür haben wir Platz gefunden. In der Mitte die Erdbeeren, gleiches Prinzip wie bei dem Beet hier nebenan. Hügelbeet, wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke das mal oben rechts. Beim Thema Permakultur taste ich mich ja voran. Ich habe hier einen wilden Aufbau, letztendlich nach wie vor Leben bringt Leben. Hier in der Mitte habe ich mir gedacht, deswegen will ich ein bisschen was zu diesem Hochbeet noch erzählen. Ich wollte ein bisschen Fläche gewinnen, ich wollte ein bisschen Höhe gewinnen, das ist natürlich rückenfreundlicher. So sieht das aus. Hier das ganze Material ist ähnlich wie bei dem Hochbeet da drüben. Am Apfelbaum, da direkt dahinter der kleine Holzkasten, in Anführungsstrichen klein. Wer das Video verpasst hat und sehen möchte, wie ich das letztendlich aufgebaut habe, ich werde euch das mal oben rechts verlinken. Da könnt ihr dem Ganzen folgen und nach dem Prinzip Leben bringt Leben habe ich da dann auch Leben reingebracht. Gut, beleuchten wir mal, was ich da bisher gemacht habe. Ich habe aus Grassoden, die ich da vorne rausgeholt habe, habe ich hier dieses Hochbeet angelegt. Das Ganze gefüllt von unten, alles Mögliche, was verrotten soll, ein bisschen Gehölz. Ich habe da einiges reingearbeitet vom Apfelbaum. Da habe ich schon ein bisschen was abgesägt. Und dann mal so Step by Step das Ding aufgebaut. Ihr könnt das sehen. Mulch, Kompostkram, Laub, Gras und natürlich alles, was so darunter vergammeln darf. Erde. Gemixt mit Laub, Äpfel habe ich drin, generell was ich so gefunden habe noch, die Tomatenpflanzen, alles was ich da so rausgeholt habe. Die eine oder andere Kartoffel ist etwas tiefer drin gelandet. Gartenabfall von zu Hause, also Küchenabfall, nicht Gartenabfall, Küchenabfall habe ich da reingearbeitet. Ja, und hier bei dem Keyhole-Beet könnt ihr ja sehen, in der Mitte ist der Kompostbereich. Das heißt, von allen Seiten drumherum werden die Pflanzengewächse dann ihre Nährstoffe auch aus der Mitte holen. Da landet dann aktiv der Kompost, der im Jahr immer wieder anfällt. Und dieses Prinzip, das möchte ich halt drüben gerne mit reinbringen. Das ist so meine Idee dabei. Gut, hier in der Mitte dann habe ich auch schon quasi den Bereich angelegt. Hier vorne das, wo ich gerade drauf gezeigt habe. Nicht drauf gezeigt, also das. Und das versorge ich dann alles drumherum dann mit Nährstoffen. Mit Nährstoffen, natürlich der Boden an sich, den ich auch ein bisschen kultivieren werde. Und nach dem Prinzip Leben bringt Leben. Was das alles noch auf sich hat und so weiter, da gehe ich dann auch nochmal in der Zukunft drauf ein. Hier kommt auf jeden Fall der Bereich hin, dass ich hier noch ein Stück reingehen kann. Dann ist das ziemlich begrenzt. Und von der anderen Seite, ich steige jetzt mal rüber, noch geht's ja. Von hier. Gut, und dann kann ich da das Beet ein bisschen, das kann sich da ein bisschen was raussaugen und der Rest dann auch. Wie ihr sehen könnt, hier ist auch ordentlich Material rangekommen. Und zwar hatte ich das Glück, die letzten Tage ordentlich Kompostmaterial ins Beet zu bringen. Da bin ich einige Schubkarren holen gewesen. Zu der Geschichte gibt es noch was zu erzählen. Ich habe hier in der Mitte letztendlich einiges reingebracht, was verwesen soll, gammeln soll, sich kompostieren soll. Das mache ich hier in dem Bereich, weil es bietet sich an. Darunter kann das weiter weggammeln. Und was ich da jetzt reingebracht habe, sind letztendlich Äpfel, könnt ihr noch sehen. Soll in der Mitte bleiben. Dann habe ich hier Holzkohle und darunter auch ganz viel vom Kompostkram und darunter auch noch alte Pflanzen, Geäst und so weiter. Das kann sich alles verkompostieren. Hier kommt jetzt noch eine Fuhre von dem Laub drauf und dann bin ich auch schon zufrieden.
Und nach diesem Designprinzip werde ich weiter Leben hier reinbringen, wenn das ganze Beet dann auch so aufgebaut ist, wie letztendlich hier mit den Erdbeeren und dem Knoblauch. Werde ich hier nach und nach auf jeden Fall die Küchenabfälle mit reinarbeiten, werde sie ganz klein machen. Der Herr Pommerscher hat das über 25 Jahre gemacht und hat mega Ernten eingefahren, dadurch, dass er immer Leben in den Boden bringt und das auch regelmäßig immer umwälzt und richtig geile Humusschicht sich entwickeln lässt. Ich habe ja generell im ganzen Garten geplant, nicht die Erde so nackig wie hier zu lassen. Ich habe ja im ersten Jahr jetzt nicht wirklich so viel mit der Erde angestellt, außer gemulcht und mit Brennnesseljauch gedüngt. Zum Thema Brennnesseljauch habe ich auch schon ein Video gemacht, werde ich euch auch mal oben rechts verlinken, falls ihr da Lust drauf habt und wissen wollt, wie ich letztendlich meine Pflanzen gedüngt habe. Im ersten Jahr hatte ich da auf jeden Fall sehr positive Erfolge mit. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, der dazu beiträgt, damit das Ganze in einem Kreislauf nachher ja, immer wächst und gedeiht. Der Boden hat letztendlich noch keine tolle Humusschicht entwickelt und das bin ich halt dabei zu ändern. Falls sich vorab schon jemand über Permakultur weiter informieren möchte, ich habe bei mir eine Playlist drin, werde ich euch mal oben rechts verlinken. Heute ist auch wieder so ein Verlinktag. Egal, auf jeden Fall eine Playlist, da habe ich Sachen zur Permakultur drin. Die wird auch weiter gefüttert in Zukunft. Auf jeden Fall sehr spannend und ja, ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Also so die nackte Erde, denkt doch mal nach. Ihr habt einen Erdhaufen, so wie er ist, sagen wir mal einen Maulwurfshügel und ihr baut da drauf was an. Jetzt stellt euch vor, ihr habt einen Maulwurfshügel, daneben ein paar Essensreste, die ihr reinarbeitet. Was ist besser, mit oder ohne? Was denkt ihr? Leben bringt Leben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass alles, was man letztendlich reinarbeitet, wieder gut an Nährstoffen an die Pflanzen zurückgibt. Da gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten, die ich selber auch noch lernen muss. Man kann es mit nährstoffgehaltenem Boden bestimmt übertreiben, aber da taste ich mich ran und immer sobald ich was weiß, kriegt ihr die Info von mir auf jeden Fall zugetragen über ein Video. Und ich denke, ich hole mir jetzt noch mal ein paar Fuhren von dem tollen kompostierbaren Zeug aus Laub, aus Heu, wie auch immer. Alles, was da so drin steckt und erfreue mich da riesig dran. Ich habe übrigens noch eine andere Stelle gefunden, wo sich ganz viel Holzspäne und so weiter verkompostiert haben in Verbindung auch mit Erde. Und das kommt auch alles rein. Das habe ich heute entdeckt. Das habe ich aus einer Parzelle, die wir haben, hier die frei ist. Da ist der Kompost bis oben voll. Und dann nehme ich mir das weg und das arbeite ich letztendlich hier rein. Gut, ich lege dann jetzt los. Vergessen, das Tschüss sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars.